Das blinde Kind, das vor uns steht, sich bald darauf nicht mehr bewegt. Die Angst noch im Gesicht, der strafende Blick erschwindet nicht. Aus seinen toten Augen, ich kann es immer noch nicht glauben. Was haben wir getan? Es ist Anne, sie schreit mich an. Ich trete zurück, langsam und Stück für Stück. Ich greife ihre Hand, ihr verängstigtes Gesicht ist mir zugewandt. Ich beginne, uns einen Weg durch die Nacht zu bahnen. Nie wird jemand erfahren, dass wir es waren, die getötet haben dieses Kind, erfahren, welch Sünder wir doch sind. Die Bilder, sie verfolgen mich. Schlafen kann ich einfach nicht. Die Schuld, sie weckt mich immer wieder. Doch irgendwann schließen sich auch meine Lider. Als ich erwache, erscheint mir alles wie ein dunkler Traum und stehe so vor dem Weihnachtsbaum. Die einst goldenen Kugeln sind rot gefärbt, ein entsetzter Schrei meiner Kehle entfährt. Ich stehe in einem See aus Blut, unter meinen Füßen brennt es wie heiße Glut. Die Angst, sie überwältigt mich. Oh bitte, bitte, töte nicht auch mich! Ich weiß, dass er bei mir ist, sein Hass sich in meine Seele frisst. So laufe fort und lebe gut, bevor der Geist der Weihnacht auch dich besucht. Der Geist des Blinden wird erst dann verschwinden, wenn jeder büßt für seine Sünden, wird sein Hass im Strudel der Verdammnis münden. So schreie ich und laufe weit, sterben werden wir zu zweit. Tränen laufen übers kalte Gesicht, vergeben wird er trotz allem uns nicht. Bis wir auf ewig schweigen, wird er bei uns bleiben. Doch auch dann ist sein Rachedurst nicht gestillt, so ist er weiterhin gewillt, sich an allen Sündern dieser Welt zu rächen, um auch ihren Lebenswillen zu zerbrechen. So laufe fort und lebe gut, bevor der Geist der Weihnacht auch dich besucht. Der Geist des Blinden wird erst dann verschwinden, wenn jeder büßt für seine Sünden, wird sein Hass im Strudel der Verdammnis münden. So laufe fort und schau nicht zurück. Hast du gesündigt, rettet dich auch nicht das Glück. So glaube diesen Worten, er wird alle Sünder morden. So laufe fort und lebe gut, bevor der Geist der Weihnacht auch dich besucht.